Die nächste Frage stellt der Kollege Jürgen Braun, FDP, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, heute hier zu stehen und als Bundeskanzlerin zu Ihnen zu sprechen, fällt mir alles andere als leicht. Ich empfinde tiefe Scham. Haben Sie jetzt vor wenigen Tagen in Auschwitz gesagt, so weit, so gut. Weniger gut das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen. Empfinden Sie, Frau Bundeskanzler, auch tiefe Scham zum Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen, und zwar in geradezu beispielhafter Weise negativ, 2018 16 Mal gegen Israel in der Generalversammlung gestimmt, 2019 14 Mal gegen Israel schon jetzt gestimmt? Ich frage Sie, ist es Ihre Überzeugung, ständig gegen Israel stimmen zu lassen, oder ist es Opportunismus, weil die israelfeindlichen islamischen Staaten die größte Staatengruppe in den Vereinten Nationen stellen? Ich finde es erstmal sehr, sehr interessant, welche Verbindung Sie zwischen einem Besuch in Auschwitz und dem Abstimmungsverhalten in den Vereinten Nationen ziehen, muss ich Ihnen sagen. Allerdings. Und zweitens bedeutet ein Bekenntnis zum Staat Israel. Ich habe gesagt, dass die Sicherheit des Staates Israel zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland gehört, bedeutet nicht eine hundertprozentige Übereinstimmung mit allen Politikhandlungen Israels. Und es gibt im Übrigen darüber auch europäische Abstimmungen, wie man in den Vereinten Nationen abstimmt. Das finde ich auch in Ordnung. Und insofern glaube ich, dass die Bundesregierung sehr wohl darauf nicht nur achtet, sondern dass es ihr immanent ist, dass keinerlei Anti-Israel-Stimmung aufkommt. Aber das heißt nicht, dass wir mit allen politischen Dingen einverstanden sind. Nachfrage, Kollege Braun. Ja, nicht mit allen. Sie sind mit fast nichts einverstanden, was Israel tut, und stimmen wie kaum ein anderes Land gegen Israel und bewegen sich da in schlimmster Gemeinsamkeit mit anderen finsteren Mächten in der Welt. Ich sage mal ganz deutlich, das Simon Wiesenthal Center hat sich entschieden, den deutschen UNO-Botschafter auf Platz 7 der schlimmsten Antisemiten in diesem Jahr zu setzen. Wahrlich ein beschämender Akt. Und stolz können wir in keiner Weise darüber sein. Es geht um das Schicksal. Wir sollten alles tun für das Schicksal der lebenden Juden und nicht nur relativ profan Trauer zu toten Juden ausdrücken. Deswegen frage ich Sie, wie lange wird Herr Heusgen in dieser Form noch Ihre Unterstützung finden? Ich weise die Wortwahl Ihrer Fragestellung entschieden zurück, muss ich Ihnen sagen. Möchte aber zu dem Aspekt Christoph Heusgen als UN-Botschafter Stellung nehmen und sagen, dass die Bundesregierung ihre anderslautende Einschätzung zu dem Botschafter deutlich gemacht hat, auch gegenüber dem Wiesenthal Center. Und ansonsten stimmt die Bundesregierung in den allermeisten Fällen mit allen EU-Staaten gemeinsam ab. In Ausnahmefällen oft dann noch mal zu pro Israel. Und wir achten auch sehr darauf, dass alle Tendenzen, die wir beeinflussen können, die eben eine Anti-Israel-Haltung verkörpern könnten, aus all diesen Abstimmungen sozusagen herausgearbeitet werden. Und insofern tun wir da, glaube ich, auch ein gutes Werk.